Hoffnungen auf ein Ende des Krieges verbinden sich also mit dem eben schon erwähnten Gesprächsangebot. Der ukrainische Präsident Selenskyj will mit Putin über einen neutralen Status der Ukraine verhandeln. Auch der Kreml bot Gespräche an, aber unter anderen Bedingungen. Zum einen nicht auf Ebene der Präsidenten, sondern der Ministerien und ausgerechnet dann in Minsk, also in Belarus, das mit Russland auch noch verbündet ist. Darüber spreche ich jetzt mit dem Politologen Christian Hacke. Herr Hacke, es gibt also ein Gesprächsangebot. Wie ist das alles einzuschätzen? Das ist ganz schwierig einzuschätzen. Das Stichwort Neutralität führt natürlich zurück auf Angebote und auf Einstellungen, die die Realisten im Westen schon lange gemacht haben. Helmut Schmidt, Henry Kissinger, der Außenminister Hans-Dietrich Genscher. Alle haben gesagt, dass die Zukunft der Ukraine nur sein kann, souverän und frei, nicht gebunden nach Westen und nicht gebunden nach Osten. Das ist auch das, was viele gefordert haben. Aber leider wurde auch von den westlichen Diplomaten in den letzten Wochen und Monaten genau dieser Vorschlag nicht aufgegriffen. Es war auf der Sicherheitskonferenz der chinesische Außenminister, der es versucht hat. Also vielleicht ein kleiner Funken Hoffnung. Vielleicht, also ein kleiner Funken Hoffnung. Trotzdem bleiben die Spannungen ja enorm. Viele Menschen, auch bei uns, machen sich große Sorgen, ob vielleicht sogar womöglich ein dritter Weltkrieg droht. Wie sehen Sie das? Also die Lage ist schlimm genug. Wir haben so etwas seit 1945 nicht erlebt. Die Herausforderung durch eine militärische Invasion der europäischen Friedensordnung. Es reicht der Schock, unter dem wir stehen, europapolitisch gesehen. Aber das hängt jetzt natürlich von der weiteren Entwicklung des Krieges ab, ob eine Eskalation passieren könnte oder auch nicht. Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, auch mich hat das, die Ereignisse haben mich auch völlig kalt erwischt. Ich hatte höchstens gerechnet, dass er vielleicht die beiden Ostprovinzen besetzen würde, aber dass er insgesamt die Ukraine angreifen würde, haben wir uns alle nicht vorgestellt und wir haben leider keine entsprechenden Vorkehrungen treffen wollen, dass eben Russland so abgeschreckt wird, dass er sowas gar nicht wagt. Hat der Westen vielleicht Präsident Putin unterschätzt? Ja, wir haben ihn alle in seiner Konsequenz, auch in seiner Brutalität unterschätzt. Er hat natürlich schon seit Monaten, seit Jahren darum gerungen und den Westen aufgefordert, die NATO-Osterweiterung zu unterlassen, die Raketenabwehrsysteme der Amerikaner in Polen und Rumänien abzubauen. Er hat sich darüber beklagt, dass die Amerikaner die Abkommen vom 1972 mit dem Verbot, solche Systeme irgendwo aufzubauen, das haben die Amerikaner auch negiert. Es gibt viele Punkte in der Geschichte, wo wir die legitimen russischen Interessen zu leicht befunden haben. Und bei uns war auch eine gewisse Arroganz. Wir haben immer darüber gesprochen, die Russen, die suchen Einflusssphären und die Vergrößerung. Aber gleichzeitig haben wir die Erweiterung der NATO, die Erweiterung der Europäischen Union ein bisschen schön verbrämt. Es würde der Demokratie dienen. Realpolitisch und aus der Sicht Putins waren das auch Erweiterungen der Einflusssphären. Natürlich gerade mit Blick auf die Ukraine, die für ihn schwer hinnehmbar waren. Nun also der Angriff Putins auf die Ukraine. Der Westen reagiert bisher nur mit abgestuften Sanktionen. Ist das der richtige Weg? Wir haben im Moment leider nichts anderes. Die militärische Eskalationsdominanz liegt bei Putin. Er treibt seit Wochen und Monaten den Westen vor sich her. Und wir haben natürlich auch die Ukraine nicht militärisch gesichert. Ich sage Ihnen offen, ich war immer gegen einen Beitritt der Ukraine in die NATO. Und denke nach wie vor, dass das richtig war. Andererseits muss ich natürlich auch zugestehen, dass nur eine Ukraine in der NATO und dann natürlich möglichst mit NATO-Truppen in der Ukraine vermutlich konsequent Putin davon von dem Krieg abgeschreckt hätte. Sie sehen, auch ich bin sehr hin und her in meiner Einschätzung und natürlich auch immer noch, wie die meisten von uns, unter Schock und nur begrenzt in der Lage, Ihnen eine abgewogene Erklärung zu geben. Aber wie könnte der Westen denn nun der Ukraine helfen? Ja, das ist schwer. Einmal muss man sagen,
Der Präsident Selinski macht einen tollen Eindruck, wie er das Land zusammenhält. Die Ukrainer machen einen tollen Eindruck. Und umso mehr treibt es einem die Tränen in die Augen, dass wir nicht helfen können und militärisch nicht wollen. Wir haben ja nichts. Der Generalinspekteur oder war es der Inspekteur des Heeres hat ja gesagt, wir sind blank. Wir sind ja kaum selbst mit unseren Truppen. Ich sag mal salopp, es schwimmt nichts, es fliegt nichts, es läuft nichts. Also was sollen wir denen geben in der Ukraine? Wir haben selbst kaum etwas, wir haben keine Vorsorge getroffen. Also unsere militärische Unsicherheit war geradezu einladend für Putin, diesen Coup zu versuchen. Und gibt es in Russland Kräfte, die Putin wirksam entgegentreten könnten? Schauen Sie, das wäre natürlich zu schön, um wahr zu sein. Wir können natürlich völlig ausschließen, dass die demokratischen Kräfte und die Opposition in irgendeiner Weise ihr Einfluss gewinnt. Das müssen wir leider vergessen. Aber je länger der Krieg in der Ukraine andauert und je mutiger die Ukrainer selbst, das zeigen sie ja jetzt schon, den Krieg vielleicht verwandeln in einen Abnutzungskrieg, ich sag mal Stichwort, es könnte für Putin das europäische Afghanistan werden, ja, mal assoziativ gesagt. Und je länger der Krieg dauert, dann könnte es natürlich sein, dass dementsprechend die Wirkung größer ist und dass wir vielleicht dann auch Putin zu Verhandlungen zwingen können. Aber das ist alles Spekulation. Danke für das Gespräch. Das war der Politologe Christian Hacke. Ich danke Ihnen.